Der Kogniterbus kann als ein spezieller, modularer Einschneckenextruder definiert werden. Das Konzept wurde 1945 von Heinz Liszt patentiert. Und diese Maschine wird seit 1946 von der Firma Bus hergestellt. Ein Bus-Kogneter besteht zunächst aus einem Motor und einem Getriebe, das einerseits zur Drehzahlreduktion dient und zum anderen die axiale Hubbewegung der Misch- und Knetschnecke erzeugt. Der zentrale Teil des Kogneters befindet sich hier. Er verfügt über ein zweiteiliges Gehäuse, in dem Knetbolzen befestigt sind, und über diese Misch- und Knetschnecke, die ich eben schon erwähnte. Die Schneckenwelle setzt sich aus verschiedenen untereinander austauschbaren Elementen zusammen, die unterschiedliche Funktionen haben. Unter anderem gewährleisten sie das Aufschmelzen der Rohmaterialien, den Transport, die Feinverteilung der Additive oder eben die Vermischung im Allgemeinen, die aus der Wechselwirkung zwischen den rotierenden Schneckenflügeln und den im Gehäuse montierten Knetbolzen resultiert. Die Maschine umfasst in der Regel auch eine Austragseinheit, zum Beispiel eine Zahnradpumpe oder wie hier ein Einschneckenaustrag oder wie bei den Compeo-Knetern der neuesten Generation eine konische Doppelschnecke. Die Hauptvorteile des Bus-Kogneters sind unter anderem die vorzügliche Zugänglichkeit zum Prozessteil der Maschine. Dadurch werden die Wartungs- und Reinigungsarbeiten erleichtert. Sehr vorteilhaft ist auch, dass sämtliche Materialien sehr schnell und effizient vermischt werden, ohne die Mischung dabei hohen Beanspruchungen auszusetzen. Somit kann man auf sehr kurzen Maschinen ab 10 bis 15 LD schon sehr komplexe Mischungen aufbereiten. Daher sind die Bus-Kogneter im Allgemeinen sehr kurz und aufgrund ihrer Funktionsweise können Mischungen aufbereitet werden, bei denen man die Beanspruchungen der Mischmaterialien sehr genau überwachen muss. Mit Beanspruchungen meine ich das Schergefälle, das beim Kogneter sehr genau kontrolliert werden kann, und die Möglichkeit, jegliche Temperaturspitzen zu vermeiden. Das ist unter anderem bei zähflüssigen oder sehr empfindlichen Materialien besonders wichtig, wie zum Beispiel PVC, denn dieses Material leidet sehr schnell unter hohen Temperaturen. Das Gleiche gilt für Elastomere, insbesondere wenn sie schon Vulkanisierungsmittel enthalten, oder auch für Flammschutzmittel, die sich schon bei relativ niedrigen Temperaturen zersetzen, oder für Schäummittel, sowie generell für Fasern, insbesondere Naturfasern. Die Compeo ist in gewisser Weise eine Synthese der wichtigsten Entwicklungen, die Bus in den letzten Jahrzehnten an seinen Maschinen realisiert hat. Man hat da wirklich versucht, alle Vorteile der vorhergehenden Kneter-Generation miteinander zu vereinen und gleichzeitig die Flexibilität, die Robustheit und die Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Plus loin en termes de flexibilité, de robustesse et de performance. Die Hauptvorteile der Compeo im Vergleich zu den in der jüngeren Vergangenheit erhältlichen Busmaschinen besteht einerseits darin, dass die Compeo Temperaturen bis zu 400 Grad Celsius erlaubt, wodurch eine große Bandbreite von Materialien aufbereitet werden kann. Das reicht von Commodity-Produkten bis zu Hochleistungskunststoffen. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die Compeo im Vergleich zu den derzeitigen Modellen deutlich mehr Drehmoment bietet und dadurch extrem hochviskose Stoffe gehandhabt werden können, was mit den bisherigen Maschinen kaum möglich war. Was die Verfahrenstechnik betrifft, liegt einer der Trümpfe dieser neuen Maschinen in einer extrem modularen Schneckengeometrie. Il faut savoir que les machines actuelles disposent d'une géométrie soit à trois ailettes. Les ailettes, c'est les. Man muss hier hinzufügen, dass die aktuellen Maschinen entweder über eine dreiflügelige oder eine vierflügelige Schneckengeometrie verfügen. Als Knetflügel bezeichnet man die kleinen Teile, die man auf der Mischschnecke sehen kann. Diese dreiflügeligen oder vierflügeligen Varianten haben jeweils ihre spezifischen Vorteile, aber man konnte sie bislang nicht kombinieren. Die Compeo verfügt über zwei- bis sechsflügelige Schneckenelemente und diese können in ein und derselben Maschine untereinander kombiniert werden. Dadurch hat man fast unendliche Konfigurationsmöglichkeiten und man erreicht eine mit den bisherigen Anlagen bis heute noch nie dagewesene Flexibilität.
Ein weiterer und nicht unbedeutender Pluspunkt der Compio betrifft die neue Austragseinheit, die auf diesem Gebiet ein absolutes Novum darstellt. Die derzeitigen Maschinen verwenden entweder Zahnradpumpen oder Einschneckenaggregate, um das Produkt auszutragen. Die Compio ist mit einer konischen Doppelschnecke ausgestattet, die im Vergleich zu den bisherigen Technologien eine Vielzahl von Vorteilen bietet. Einer dieser Vorteile besteht darin, dass das Produkt in dieser Austragsschnecke sehr effizient entgast werden kann und dass es möglich ist, extrem hohe Drucke zu erzeugen, die problemlos 250 Bar erreichen können. Was bezüglich der Produktnachbereitung völlig neue Perspektiven eröffnet. Faktisch bedeuten alle diese positiven Eigenschaften, dass Compio bezüglich der Flexibilität und der Effizienz tatsächlich ein unvergleichliches Leistungsniveau erreicht. Nun, angesichts der von Compio im Vergleich mit den derzeitig erhältlichen Technologien gebotenen Vorteile, denke ich, dass Compio einen bedeutenden Marktanteil erzielen wird und sowohl Kompoundierbetrieben als auch Kunststoffverarbeitern wesentlich mehr Flexibilität und zusätzliche neue Möglichkeiten bieten wird. De différentes matières plastiques.